Willkommen zu einem neuen Part Galaxy. So, in der Hoffnung, dass mir nicht scharfer reinplatzt. Ja, ich weiß, ich hänge mich jetzt voll an dem Thema auf, aber wer jetzt keine Ahnung hat, wovon ich rede, soll sich einfach den letzten Part anschauen, da erkläre ich es gleich am Anfang. Wir machen jetzt erstmal Shachi und der unterirdische See. Shachi. Klingt irgendwie nach so einer Sushi-Art oder so. Wasabi. Na, das ist was anderes. Okay. Ich glaube, ich brauche nicht mal die Cannon. Haben die da ein Bett aufgestellt oder ist es ein Esstisch? Das ist ein Bett, glaube ich, oder? Das ist ein Bett. So eine Plane. Ich habe die Kanone zugedeckt, ihr lieben Toads. Nein. Viele finden auch zudem, dass die Höhenverlies mit Abstand die geilste Galaxie in Galaxy soll. Naja. Sie ist nicht schlecht, das muss ich schon sagen. Aber die beste Galaxie. Ja, so viel einiges. Die absolut letzte Galaxie in Galaxy. Das ist mein Favorit zusammen mit der Eisvulkan-Galaxie. Ich auch nochmal so richtig schön ewig fand. Zudem muss ich ja sagen, ist die vierte Kuppel mit meiner Lieblingskuppel zusammen mit der sechsten. Das ist die sechste, falls ihr vorlacht, welche die sechste ist. Die vierte war das Schlafzimmer und Loft ist Nummer 6. So. Das müsste alles sein, was es zu erklären gibt. So, wo ist Shachi? Ja. Sorry. Scheiß Sommergrippe. Ja, ich bin eigentlich schon wieder genesen, ne? Nee, wo ist Shachi? Man hat ihn ja schon gesehen, er ist hier unten. Und das altbewährte System kommt auch wieder, bloß hier ist eigentlich irgendwo ein Panzer. Genau da ist ein Panzer. Gibt den Panzer ja. Aber jetzt mal schneller unterwegs. Luft noch auffüllen. So, dann kann es auch schon losgehen. Du stimmst mich wieder. Wenn du diesen See zurückhaben willst, musst du durch die Art Ringe schwimmen. Und dann noch ein Vulkanstückchen vollführen. Wird voll lustig. Ah, schön. Danke, dass du mir meinen Panzer weggenommen hast. Bin ich extrem nett von dir. Aua. Du Scheiße, du bist der sechste. Eigentlich dritte, aber... Der mit der Zahl 6 halt. So, wo ist die 5? Wo ist die 5? Da ist die 5. Oh, den haben wir schon platziert. Also ihr merkt schon, der meint's jetzt echt ernst. Schön für dich auch, die haben immer die gleichen Zahlen, bis man den eigentlichen Ring eingesammelt hat. Da muss ich... Oh, Glück. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Nicht leucht. Warte, der ist hier unten. Ja, da ist er. Oh, sind wir Debris. Das tut mir aber leid. So. Nächster Stern. Gut, als nächstes kommt die geheime Mission. Wahrscheinlich habt ihr, so wie ich beim ersten Mal durchspielen, keinen blassen Schimmer, wo der ist, seit ihr kennt das Spiel. Was ja auf die meisten wahrscheinlich zutrifft. Oder ihr habt es einfach lange nicht mehr gespielt, kann ja auch sein. So, geheime Mission ist, man glaubt es kaum, aber sie ist tatsächlich bei der ersten Mission. Ich wollte es auch erst nicht glauben, aber tatsächlich. Nach einer Zeit bin ich dann auch mal drauf gekommen. Beziehungsweise habe den Ort gefunden, wo es ist, ungefähr. Und so richtig drauf gekommen bin ich eigentlich erst mit einer Hilfe. Nicht unbedingt YouTube, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich habe sogar einen Freund gefragt, da geht daneben. Aber sowas von.
ich habe gerade gewackelt. Nein, ich zitter nicht, wenn ich aufnehme. Diese Phase habe ich überstanden. Nein, sondern vielmehr... Gott verdammt. Oh, ist viel zu genau die Steuerung. Ich meine, mit dem Standzeuger, da kannst du ja auch umwackeln, wie du willst. Das ist ja auch gewollt. Aber wird es genau ziehen. Das ist der Tod. Ist hier noch irgendwo einer? So, da dürften alle gewesen sein. Und Fire Attack! Und bitte nicht in Epic Fail im letzten Part, wo ich die letzte Flamme nicht getroffen habe. Auch wenn es in der zweiten Mission war. Und weg. So, ich dachte schon, ich hätte die andere wieder ausgemacht. So. So, weg. Und jetzt sind wir eigentlich gleich da. Man könnte natürlich auch mal versuchen, hier anfangen zu suchen, da oben. Aber nein, wir müssen runter. Ganz nach unten. Und was wir brauchen, ist ein Panzer. Und es geht eigentlich nichts um nichts anderes als eine Fernzündung. Und zwar um eine Fernzündung dieser Minen hier. Genau, die hier. So, noch etwas zielen. Und das müsste dann drauf sein. Denn wenn die hochgehen, geht das Schiff kaputt. Darauf muss man erstmal kommen, ne? Und dann kann man hier runter. Und dann, kommt man zu der geheimen Mission. Und man hat ja immer schon, Observatorium, sag ich mal, also in der Kuppel gesehen, dass hier so ein komischer Planet ist. Und, ja, nun wissen wir, was das ist. Das ist so ein komisches Gravitationsspielchen. Und... wir müssen eigentlich nichts weiter machen, als Licht in diesen Raum bringen. Oh, ein Glück, das war etwas knapp. Nein, ich schieße mich da jetzt nicht weg. So, wieder runter. Und jetzt muss man hier locken, unseren Buu. Yeah. Brav. Und das war's. Genau. Eigentlich eine ziemlich geile Idee, muss ich sagen. Richtig episch hier eine Mission. So. Dann hätten wir das. Buhus geheimes Zimmer. Schön. So, machen wir weiter. Und jetzt kommt eine andere richtig epische Galaxie. Und ich die hier. Was ist das? Ja, das ist sie. Die Kanonenflottengalaxie. Die fand ich auch so richtig episch. Ich finde eigentlich jede Galaxie in Galaxie episch. Ja, nicht jede, aber viele. Strahl, strahl, strahl. Fukushima, Fukushima, Fukushima. Und Tschernobyl, das hat noch gefehlt. Egal. Lassen wir das. Ist ja kein lustiges Thema, worüber man Scherze machen kann. Aber nee, ich habe schon wieder komplett vergessen, welches Thema ich ansprechen wollte. Ein Thema, das uns sehr bedrückt, habe ich es im letzten Part genannt, glaube ich. Und ja. Es geht um das neue YouTube One Channel Layout Design oder wie es heißt. Und... ja. Was sie sich dabei gedacht haben? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben den Posteingang hergenommen, haben sie vorgestellt, wie würde das aussehen, wenn man da jetzt Videos reinpackt. Und dann ist, ja, das neue Kanaldesign entstanden, würde ich sagen. Weil, anders kann ich mir das einfach nicht erklären. Vor allem, dass man allein... mit dem Alten nicht zufrieden war und es schon durch so einen Schmarrn ersetzt hat.
also ich meine jetzt das ganz alte. Das war ja noch richtig episch. Damals war ja auch YouTube noch YouTube, wie man es damals wirklich gekannt hat. Mittlerweile ist es mehr Google Mail als YouTube. Ganz ehrlich. Na, so geht das nicht. Egal, machen wir einfach weiter, das braucht mich ja nicht zu interessieren. Standard haben wir mehr als genügend. Aber heute ist es, ja, für mich persönlich mehr Gmail. Also Google Mail. Und ich glaube, insgeheim hat Google keinen anderen Plan als aus YouTube also aus den YouTube-Kanälen, sagen wir mal besser, Google Mail Postfächer zu machen. Also vom ungefähren Design haben sie es auch irgendwie schon getroffen. Aber, ne. Das sieht einfach nur noch scheiße aus, muss ich echt sagen. Sieht schon aus wie eine Startseite. Aber ansonsten... Oh, nicht zerquetschen lassen! Was? Sehr realistisch. Hätte ich halt eine Rückwärtsseite gemacht, ich bin auch so ein Schlitz. Hallo. Na egal, scheiß drauf. Geh da hoch. Boah. Mann. Mach doch nicht so eine Show draus. Ja. Ich muss echt sagen, das neue YouTube-Design, naja. Viele sagen jetzt immer, ja, schlimmer kann es echt nicht mehr werden. Ich traue Google alles zu, wenn es drauf ankommt. Ich meine, mittlerweile haben sie ja sogar die schwarzen Flächen, die einzig schönen Flächen an dem Design, auch noch weiß eingefärbt. Wodurch das Ganze jetzt erst recht wie ein E-Mail-Postfach aussieht. Und, ne. Was sie dann auch noch mit der Abo-Box angestellt haben, wo sie jetzt denken, sie bräuchten unbedingt auch noch das Feed von dem Typen reinsetzen, dass man jetzt auch noch sehen kann, wo der einen Daumen hoch gegeben hat und Aktivitäten und so. Ne. Braucht ja nun wirklich nicht, oder? Und schaut mal, wie gut es mit Rückwärtszeit funktioniert. Egal. So, ich dachte, das wären irgendwie solche komischen Sprungbretter, also so Sprungfedern. Ja, hat erklärt natürlich so einiges und schon wieder wäre ich was zerquetscht worden. Boah, das ist ein Akt hier. Oh nein, das war die Mission. Jetzt müssen wir ihn nämlich hoch. Und unten fällt immer ein Teil von der Stage weg. Alter. So, dann wären wir auch schon oben. Irgendwie finde ich mal die Energie wieder auf. Und ich glaube, gleich sind wir auch schon da. Wow, wow, wow! Oh, Scheiße! Machen wir es eben so. Ist mir doch egal. Was ist das denn? Das Geräusch ist so geil. Ja, was gibt's noch alles Negatives? Am neuen YouTube-Design gibt es überhaupt was Positives? Ich glaube nicht. Man kann Videos hochladen. Nee, aber das war's. Es sieht einfach beschissen aus. Ich kann es nicht anders nennen. Es sieht beschissen aus. Und ja, das musste jetzt mal raus. Auch wenn ich es wahrscheinlich alle schon wusste, dass es beschissen aussieht. Ach komm, das ist doch jetzt Betrug hier. Alter. Verpiss dich. Mann. Komm her. Na, das wird fehlen. Du standst im Weg, du Depp.
Oh, 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 oh. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. So. Wollte ich das haben. Jetzt füllt sich das Ding hier nämlich mit Wasser. Allerdings kommen auch die ganzen Strahlen hier. Nein, nicht tauchen. Geh hoch. Schön, Kamera, dass du auch mitspielst. Allerdings im negativen Sinne. So, hier auf dieses Scheißteil drauf. Mecha Koopas! Noch schöner! Nee, du hättest mich in Brand gesetzt. Ich sag's dir. So, hast du kassiert. Wow, 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 wow. Alter! Wir meinen, hier Spannung reinbringen zu müssen. Ey, 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 ey. Mann, 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 Mann. Dieser Typ, ey. War eine lange Mission, muss ich schon sagen. Aber sie war nicht schlecht. Und die nächste sollten wir auch noch reinbringen. Wenn es die ist, wo ich denke, das ist nämlich die mit dem... Nun ja. You will see what I mean. So. Ich bin eigentlich viel zu müde zur Zeit, als dass ich irgendwie über ein Thema reden könnte. Ich möchte eigentlich bloß über Spiele reden, weil ich da wenigstens mich auskenne. Ich kann irgendwie gar nicht die Themen im Kopf, also die Punkte, über die ich bei den Themen selbst reden wollte. Überlebe das Schwerfeuer machen wir jetzt jedenfalls. Ach ja, stimmt, da gab es so einen Vorspann. Mit den Schrauben. Das fand ich auch so episch. Hier unten gibt es zwar ein paar Standteile für den Fall, dass man auch runterfallen sollte. Aber ich fand das so richtig episch, als ich hier zum ersten Mal war und ich gesehen habe, die haben die Schrauben zurückgebracht. Ah, habe ich das gefeiert. So, jetzt dürfen wir hier wieder einfärben. So. Erste Ebene geschafft. Aua. Hallo. Oh, oh, auf die Plattform. Jetzt haben wir es. Frag mich, ob man auch mit dem Rückwärtssalto eventuell drüber kommen könnte. Aber ich würde es nicht ausprobieren. Ich zeig's euch ja auch am liebsten immer so, wie es sich gehört. Oh, jetzt wird's gefährlich. Ach du Scheiße. So viel zum Thema. Nix hier ist doch so einfach. Ja, am Anfang vielleicht. Aber es gibt schon Missionen, die auch rein, sag ich euch. Auch die Challenges waren nicht wirklich ohne. Ich bin immer noch glücklich, dass ich es First Right habe. Und auch das hier finde ich extrem unsozial. Klar, spuck eine brennende. Energie auffüllen. Oh. Oh mein Gott. Haha. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich glaube, ich wäre fast gut. Schön. Nein, wollte ich gar nicht. Schön. So, weg hier. Bevor ich noch in die Luft fliege. So. Oh, Sternteile habe ich gar nicht gesehen, weil ich auf Palme geschaut habe. Oh, ach du Scheiße. Die Mission habe ich jetzt auch nicht unbedingt einfach in Erinnerung. Das lässt nicht den Kometen. Das war eigentlich der Komet, ich glaube. Das war hier sogar einer der eher seltenen Sorte. Zumindest zur Zeit. Oh, leck dich. An der Decke ist die Steuerung so. So komisch, so seltsam, so ungewohnt. Schlimme ist, es gibt hier keinen Checkpoint, das heißt einmal verrecken und gleich nochmal von vorne. Auch sollte man nicht unbedingt Wompi ärgern.
Er hat bloß ein One-Up da oben. Was? Ich bin doch auf den drauf. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ach, man startet sogar wieder hier. Das war... Ach so. ja, das ist schön. Man hat hier halt so um die 5 Checkpoints eingebaut. Habe ich das richtig verstanden? Na egal. Oh, an der Seite. An der Seite, das war der schlimmste Teil, glaube ich. Hallo. Na, scheiß drauf. Bevor irgendwas passiert. Und wieder an der Decke. Yay! So, wieder auf normal. Und Boden mehr. Ich sag jetzt schon nichts mehr. Ich sag echt nichts mehr. Moment, starte ich jetzt wieder? Nee, starte nicht wieder beim Turm. Da wäre aber... Naja. Denkt euch euren Teil. So, hier ist jetzt gleich der Stern. Jo. Müsst ihr unbedingt so ein Drama draus machen mit euren komischen Wellen? Ist es einfach hier den Stern? Mann. Geschafft. So, im nächsten Part. Der Rest von der Raumflottengalaxie oder wie es heißt. Kanonenflottengalaxie. Ja, Kanonenflottengalaxie. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Oh Gott, ich bin so fertig. Wieso eigentlich? Egal, ich glaube, ich gönne mir gleich mal eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Ciao.